Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Starxel. Wir haben einen verregneten Tag, der Kaffee ist immer noch nicht gut. Und ja, wir haben schon alles gemacht, was wir machen können an unserer Morgenroutine, bis auf das Füttern mit Bananen von Emilia. Das heißt, wir füttern jetzt kurz mal Emilia mit ein paar Bananen, damit sie uns mehr mag. Und ja, dann würde ich sagen, wir kümmern uns ein bisschen um unser Häuslein. Und ja, Cecil mag uns ja auch schon ein bisschen. Gute Cecil. Und letzte Folge haben wir ja das Suppen-Achievement abgeschlossen. Das heißt, aktuell ja, fehlt uns eigentlich nur noch das Achievement mit den Käfern. Ich bin mir nicht sicher, ob die Achievements zum Villager-Liebhaben, also zum Dorfbewohner-Liebhaben, existieren. Hallo? Wenn du einen Ofen kaufst, kannst du alles Mögliche backen. Viele Dorfbewohner würden sich sicherlich darüber freuen. Ich kann schließlich nicht alleine für alle backen. Warum nicht? Ich stelle dich an. Ich bin nur eine Person, auch wenn ich süß bin. Ja. Kriegst erstmal eine Banane. Das Inventar ist ziemlich voll. Eine Banane. Ich bin mir nicht sicher, ob die Achievements, die man jetzt hier in-game wieder bekommt, also dafür, dass Villager, Dorfbewohner einen lieb haben und mehr lieb haben und befreundet und einziehen und, falsche Maustaste gedrückt, ob die auch in Steam sind. Müssten wir mal gleich mal gucken. Können wir Steam Overlay mal kurz aktivieren. Nee, sind sie nicht drin. Es sind immer noch 23 Achievements insgesamt. 22 davon habe ich jetzt. Mir fehlt also wirklich nur noch, dass ich alle Käfer fange. Und ja, die Frage ist halt wirklich, welchen Käfer muss ich noch fangen? Können mal gucken, ob wenn wir einen Käfer fangen, ob dann das Spiel uns oben das Achievement mit dem Käfer fangen anzeigt. Oder ob das Spiel sagt, nö, ich zeig dir, get a warm feeling, weil du sprichst mit Leuten. Deswegen, ja, weil letztes Mal war es ja so, als wir die Rüben und so weiter geerntet haben, kam ja der Punkt, dass auf einmal wieder das Suppen-Achievement angezeigt wurde und nicht mehr das A Warm Feeling liked. Yay! Ja, ich kenne dich super gut. Ess eine Banane, komm, ist gesund. Okay, wir sind immer, na, eine Banane kriegst du noch. Yep. Hey! Ja. Okay, wir sind immer noch nicht weiter fortgeschritten in der Beliebtheitsskala. Aber das ist in Ordnung. Und damit können wir leben. I can live with that. Und ja. Wir haben letzte Folge auch Teppich gekauft. Und der Teppich wird jetzt einfach mal installiert. Bei uns oben. Im aktuell nur Schlafzimmer. Beziehungsweise Schlaf- und Wohnzimmer. Wir haben ja auch den gesunden Suppensnack dabei. Wir werden einen Hammer brauchen. Und wir werden ein bisschen Platz im Inventar brauchen. Hier ist unser gelb gepunkteter Teppich. So, ich weiß gar nicht, ob hier drunter noch was ist. Ja, hier drunter ist noch ein bisschen was, Gott sei Dank. Dann bauen wir hier mal ganz ungeniert ein bisschen Teppich rein. Ja, der ganze Wohnzimmerboden wird Teppich werden. Aha! Hier außen ist direkt grüne Wand. Okay. Ich muss sagen, das Grün, finde ich, passt nicht so geil zu dem Gelb. Das müssten wir vielleicht noch ändern. Die Frage ist, machen wir komplett Teppich? Ja, wir machen komplett Teppich. Ich hätte überlegt, ob wir halt noch ein bisschen Holzboden da lassen und dann sozusagen einen Teppich machen, der auf dem Boden einfach drauf liegt. Aber ich glaube, das sieht schon ganz cool aus, wenn hier überall Teppich ist. Ja, wir müssen natürlich hier erstmal was weghauen. Ja, fliegen uns dann auch die Sachen um die Ohren, aber das ist in Ordnung für den kleinen Moment. Na, wir haben keinen Platz. Und wir sollten vielleicht auch... Wir sollten vielleicht auch mal unser Inventar leer räumen. Also, so, dass wir nicht mehr den ganzen Scheiß einstecken haben. Aber hey! Das wäre ein bisschen langweilig, wenn das Inventar nicht übertrieben voll ist. Zwei Eier. Ein Speck. Okay, den Speck tun wir raus. Den Fliegenpilz tun wir raus. Die Wasserpistole, die behalten wir. Natürlich. Ich meine, wir müssen zu jeder Zeit irgendjemanden nass spritzen können. Wenn es so weit kommt, dass das nicht mehr geht, dann weiß ich auch nicht. Dann ist es vorbei mit uns. Vorbei. So, eine Suppe, ein Sofa, noch ein Sofa, noch ein Sofa. So, dann wird hier noch ein bisschen gepunkteter Teppich hingetan. Flop, flop, flop. Flop, flop, flop. Gepunkteter Teppich. So. Und ihr wisst es, ich habe ja beschlossen, die Treppe hier muss weg. Die passt da einfach nicht hin. Das heißt, auch hier werden wir vermutlich
Kann sich nämlich schön hier hin. Ja, das Sofa ist falsch rum. Hier kann man schön sitzen, Fernsehen gucken, Nachrichten gucken. All das gucken, was man gucken will. Auch Anne will. Auch das ist in Ordnung. So, hier kommt natürlich jetzt das andere Sofa mal richtig rum. Na, damn, zu früh die Maustaste losgelassen. Nein, ich will mich nicht hinsetzen. Ah! Los, weg da. So, kurz mal das Sofa weghauen. Sofa richtig hindrehen. Den Tisch, den tun wir hier. Machen wir uns ein bisschen gucken, wie der Platz ist. So, hier kommt der Tisch hin. Perfekt. Perfekt. Dann würde ich fast, wir haben ja noch unseren modernen Sessel. Den können wir hier noch so hin tun. Können wir hier echt gut Fernsehen gucken. Gefällt mir nicht so, dass die Wand, also das Grüne gefällt mir echt gerade nicht. Aber wir müssen jetzt eh erstmal hier die Leiter, die Treppe wegmachen. Weil die kommt jetzt hier hinten hin. Das macht für mich mehr Sinn, als dass wir die hier vorne drin haben. Deswegen. Einmal weg damit. So. Können wir hier nämlich gleich zumachen. Hopp. Hopp. Aber wie kommen wir jetzt wieder da hoch? Ganz einfach, wir bauen uns außen hoch. Nein, es wird keine dauerhafte Außentreppe geben. Das wäre ein bisschen blöd. Nehmen einfach mal kurz hier. Plop, 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 plop. Und über den Zaun gehüpft. So, dann machen wir das mal hier wieder schön ordentlich zu. Schön ordentlich zu. So, haben wir hier nämlich auch mal ein bisschen Platz. Können wir jetzt auch unsere Wand, die wir hier professorisch eingezogen haben, um zu gucken, wie das so aussieht, mal weghauen. Klick, 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 klick. So, es ist sehr gelblastig. Ich persönlich bin ja nicht so der Fan von Gelb tatsächlich. Also im echten Leben. Und hier in-game eigentlich auch nicht so unbedingt. Aber gut. So, wir müssen jetzt nochmal runter. Grün mag ich schon. Vielleicht nicht als Dachfarbe. Und ich würde sagen, wir fangen... Meine Leiter echt... Leiter echt hier. Also die Treppe. Wir lassen zwei frei und hier beginnt die Treppe. Das heißt, dieser Tisch samt dem Computer, der muss erstmal weichen. Flupp. Geh mal da weg. So, eins, zwei. Und dann fängt hier die Treppe an. Und das Fenster. Ja, wir brauchen jetzt hier erstmal. Es wird eine dunkle Abstellkammer hier hinten. Da brauchen wir kein Fenster. Wir bräuchten ein bisschen gelbes Holz. Ich weiß gar nicht, ob wir noch gelbes Holz haben. Ich glaube ja. Ich bin mir aber nicht sicher. Gelbes Holz? Wir haben ja auch gelbe Holzblock. Wir haben keinen Platz für gelben Holzblock. Das ist was anderes. Aber wir haben die Möglichkeit, uns Platz zu verschaffen. Schwupp, schwupp, schwupp. So. Es ist düster hier drin. Hier war es schon immer düster. So. Hier ein Treppenstück hin, hier ein Treppenstück. Da müssen wir jetzt hier ein bisschen mal gucken, wie weit wir hier kommen. Wenn wir hier den Boden einschlagen. Ich hoffe, dass wir hier nicht direkt unter unserem Teppich sind. Und so wie es aussieht, müssen wir unsere Wand noch ein Stück verrutschen. Ja. Wir sind hier unter unserer Couch noch. Das ist unpraktisch. Das ist tatsächlich unpraktisch. Aber das kriegen wir hin. Da können wir was draus machen. Wir verschieben einfach alles ein Stück. Man muss ja auch mal ein bisschen flexibel sein. So, wir können die beiden Suppen, tun wir erstmal hier rein. Brauchen wir jetzt gerade ja nicht. Den Boden aktuell ja auch nicht. So, das hier alles mal einsammeln. Das brauchen wir jetzt nicht, also zumindest sollte es nicht hier rumliegen. Das heißt, hier würde die Treppe hochgehen. Das heißt, eigentlich müssen wir hier noch ein bisschen... Das wäre ja in Ordnung. Hier die Wand könnten wir ja tatsächlich nehmen und einfach eins weitergehen lassen. Wissen wir, das hier muss halt weg. Aber das ist in Ordnung. Ich glaube, damit können wir leben. Erstmal die Wand hier wieder einreißen. So, das Fenster, dafür haben wir keinen Platz. Das Sofa kommt jetzt erstmal wieder da rein. Jetzt haben wir auch Platz fürs Fenster. Das wäre halt cool, wenn wir jetzt so dünne grüne Wände hier machen könnten. Wie sieht denn der hier von der Seite aus? Also die Böcke. Erstmal runterspringen. Erstmal Suizid vom Dach. Die sehen so aus von der Seite.
Ich glaube, das kann man schon machen. Bin mir gerade nur nicht sicher, ob wir davon nicht sogar welche haben noch. Ich guck mal kurz. Beziehungsweise ich lege kurz diese Holzstämme ab. Und nehme die Treppe wieder. Treppe, Leiter, was auch immer. Ja, damit. Dachschräge. Kurz wieder einsetzen. Darf ich hier runter? Ne, aktuell nicht. Gut, Fenster, weg. So. Haben wir noch grüne Blöcke. Also nicht die grünen Steinblöcke, sondern genau die hier. Hellgrüne Dachfliesen. 191 Stück. Das könnte ein bisschen reichen. Ja, ich komme hier nicht mehr hoch natürlich. Weil die Treppe ist jetzt hier. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie das aussieht von außen, wenn wir das hier wegmachen. Die Dachtreppe halt. Die Fenster stormen wir auch mal kurz hier drin. Weil die brauchen wir ja aktuell nicht. So, wo sind die Grünen? Da sind die Grünen. So, die Frage ist, machen wir es so rum? Oder machen wir es so rum? Okay. Okay, es sieht fucking unfertig aus, wenn wir es so machen. Das können wir nicht bringen. Das können wir nicht bringen. Schade. Hätte ich mir gewünscht. Hätte ich mir tatsächlich gewünscht, dass wir das machen können. Aber das geht nicht. Das geht definitiv nicht. Wir müssen da, glaube ich, dann auch entsprechend, ja, Steine nehmen. Also, sowas hier in die Richtung. Vielleicht nicht in grün, vielleicht sollten wir das umfärben, was anderes nehmen. Er ruht im Moment, wächst nicht im Winter. Lass uns mal gucken, was es da gibt. Wow, 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 wow. Volle Kanne gegen die Kaffeetasse gehauen. Ziegel. Rot könnte interessant sein. Schwarz wäre ultra geil. Verliesstein klaue ich jetzt nicht so. Ist das blauer Ziegel? Boah. Blauer Verliesziegel. Die sehen geil aus. Die gefallen mir. Ich würde von denen mal jetzt einfach welche bestellen. Das hier könnte auch cool sein, aber es ist halt wirklich eher so Verlies. Und das hier sieht auch relativ modern aus. Wir bestellen mal 100 Stück. Machen wir hier Same Day Delivery, 300 Schnäppchen. Wir haben wahrscheinlich keinen Platz im Inventar frei dafür. Aber das ist kein Problem. Wir tun einfach diesen Schmetterling auf die Mischstation. Dann kann der mal schön kräftig. Oscar. Wehe, du Klaus Geschenke. Dann kann der mal schön kräftig durchgemischt werden. Und wir gehen kurz hier wieder hoch. Und gucken mal. Haben wir hier irgendwelche Drehoptionen? Nö, haben wir nicht. Aber das ist in Ordnung. Damit kann ich leben. Ja. Das gefällt mir. Muss ich sagen. Ich finde, es hat was. Ich finde definitiv, das hat was. Das hat definitiv was. Also ich finde, es hat definitiv was und definitiv hat das was, ja. So einfach ist das. Mal hier. Gut, dann müssen wir jetzt hier einmal drüber gehen. Aber ich würde fast sagen, das reicht dann hier auch. Machen wir gelbes Holz drauf. So, wir müssen jetzt kurz mal hier. Ah, wir kommen durch. Gut. Das heißt aber auch, wir müssen das hier natürlich auch ersetzen. Weil dann können wir hier treppenmäßig hochgehen. Haben wir noch? Ja, wir haben noch 4 Treppen. Wunderbar. Genau das, was wir brauchen. 4 weitere Treppen. Hammer. Gut, wird vielleicht jetzt ein bisschen unschön im Bad. Ah ne, das ist hier immer noch Abstellkammer, oder? Ja, ist immer noch Abstellkammer. Perfekt. Das ist in Ordnung. So. So, und dann sind wir schon oben. Gehen wir schön hier so hoch. Wir fallen nicht mehr direkt irgendwo runter. Das wird angenehm. Gut, das muss natürlich jetzt ein bisschen weg, damit wir hier angenehm hoch und runter können. Und nicht wie bei unserer jetzigen Treppe, dass das alles sehr, sehr improvisiert gewirkt hat und auch sehr improvisiert war. Ich würde ja fast schon sagen, wir brauchen eine 3-breite Treppe, weil das einfach noch angenehmer ist. Aber ich glaube, das wird nicht vonnöten sein. Hier noch einen weghauen. Ja, den müssen wir weghauen und dann müssen wir vor allem anderen Steine dann reinmachen. Das heißt aber auch hier, die müssen weg. Gott sei Dank wird die Wand noch von der Seite gehalten. Das ist keine tragende Wand sozusagen, die wir gerade. Das war schlecht. Ja. Wo ist unser cooler neuer Stein? Hier ist unser cooler neuer Stein. Kommt hier einer hin.
Hier und hier und hier und hier. Hier. Oh yeah. So mag ich das. Das heißt, wir können aber auch hier, können wir auch den Stein raushauen, das Holz raushauen und machen da den Stein hin. Hat was. Definitiv. Ich sag sehr oft definitiv. Das ist definitiv eine Tatsache und definitiv weiß ich nicht, ob das gut ist, dass ich definitiv so oft definitiv sage. So. Da drunter auf der Ebene muss eigentlich auch Stein hin, damit es hier nicht so eine komische Kante drin hat. Sondern, dass das gleichmäßig ist. Kurz mal den Teppich nochmal weg. Den Holzboden dann auch raus. Der da drunter liegt. Um da hier schön Stein reinzumachen. Dass wir hier eine einheitliche Kante haben. Und nicht irgendwie, ja, irgendwas Komisches. Das heißt aber auch, wir müssen jetzt den Fernseher eins rüberrücken. Wir müssen alles eins rüber. Damit es mittig ist. Ja? Wenn es optisch nicht so in der Mitte ist, dann gefällt mir das nicht. Ihr kennt das. Muss da immer... Oder wir machen hier eine Fernsehbank hin. Ich bestelle mal schnell eine Fernsehbank. Oh. Hier liegt ein Block. Ein Block. Ein Block, ein Block, ein Block. Fernsehbank. Ist halt geil, dass es nur diese gammelige TV-Holzbank gibt. Ja? Und nicht irgendwie was Moderneres. Weil wir haben ja hier oben ansonsten relativ moderne Sachen jetzt. Und da wird halt was anderes besser passen. Erstmal ein Ründchen schlafen. Das ist wunderbar, das können wir tun. Dann sind wir ausgeruht. Und es hat wieder aufgehört zu regnen. Geil. Leer. Gegenstände wurden zur Versandstelle. Oh, es schneit. Schön. Schön. Einfach schön. Hallo, Rufus. Rufus freut sich. Rufus hat Futter. Hier, die haben auch noch Futter. Ich habe keinen einzigen Slot frei im Inventar. Ist das korrekt? Ja, das ist korrekt. Das sollte ich kurz ändern, weil sonst kann ich hier gar nichts einsammeln, ernten oder irgendwas. Und das ist natürlich ein bisschen blöd. Das ist ein bisschen blöd. Hier kommt erstmal unbewusst der Computer in die Ecke. Ne, ich will mehr als einen da hoch tun. So. Treppenstufen brauchen wir jetzt gerade auch nicht im Inventar. Das Zeug lasse ich drin, weil das brauchen wir aktiv. Die brauchen wir nicht. Die hätten wir direkt eigentlich wieder runterbringen können. Gut, haben wir nicht gemacht. Diese kommen wieder unten rein. Ab in den Urlaub. So. Gut, dann gucken wir mal da hinten nach den Tierchen noch. Beziehungsweise wir können auch einfach mal zuerst zu den Kühen und Schafen gehen. Ich meine, warum nicht? Warum nicht? Ja? Einfach mal die Routine ändern. Hallo Mildred. Hallo Animal. Esther. Freddy. Kacke. Bacon. Und Kacke. Annabelle bedrängt Bäh ein bisschen. Ich weiß nicht, was da für Mobbing hier stattfindet. Ich weiß auch nicht, ob ich das dementsprechend okay finde. Oder ob ich da einschreiten sollte. Esther auf jeden Fall ganz entspannt. Bäh. Rasiert. Gut, können wir wieder gehen. Na, Milch gezapft. Ja, haben wir gemacht. Haben wir gemacht. Müssen wir nicht nochmal machen. So, das Zeug da rein. Die Bienen sind ready. Ja, dann müssen wir die Bienen einmal smoken. Einmal smoky, die smoke. Die Bienen werden gesmoked. Gleich müssen wir noch Emilia besuchen und ihr ganz, ganz viele Bananen bringen. 10 Stück. Das ist so Daily Delivery Quest sozusagen. Ja. Daily Quest. Man kennt es aus jedem Spiel. In unserem Spiel haben wir uns selbst eine ausgesucht, indem wir sagen, liebe Emilia braucht jeden Tag 10 Bananen. Sonst wird sie sauer, dann schmeißt du sie mit Kacke, wie jeder Affe. Ihr kennt das, ihr kennt das. So sind Affen einfach. Ja, ja, die Affen. Und die ganze Affenbande prallt. Wer die Kokosnuss, wer die Kokosnuss. Was kann ich, kennt man den Song heutzutage noch bestimmt? Ja, doch. Mein, wurde ja auch. Müsste man eigentlich kennen. So, wir haben gleich den Honig wieder eingesammelt. Und zwar jetzt. Perfekt. Den Honig lassen wir natürlich direkt hier. Müssen wir ja nicht mit uns tragen. Die Mandarinen sind noch nicht reif. Auch gut. Das heißt, wir können uns schnell mal hin. Hier gerade. Nee. Das war nur ein Dings im Augenwinkel. Hi, Ida. Eine Schneeflocke im Augenwinkel.
Ich dachte eben erst, das wäre ein Ei, was da oben auf dem Dach liegt. War ein bisschen verwirrt, weil ich mir die Frage gestellt habe, wie zur Hölle schafft es ein Huhn, da oben ein Ei hinzulegen? So, das hier ist ja aktuell unser Libellenverwahrungsplatz. Grüne, einmal golden, grüne, rote und blaue. Was sagt der Kaffee? Der Kaffee ist reif. Ja, dann sehen wir uns die nächsten 347 Tage Kaffee ernten. An der Stelle würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ihr dürft uns gerne auch abonnieren. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Anregungen, Wünsche habt, ab in die Kommentare damit. Und ja, morgen um 13 Uhr geht's weiter. Da gibt es die nächste Folge. Haut rein und viel Spaß bis dahin. Bye, bye.